Tomaten lassen sich ganz einfach vermehren, indem man nämlich zum Beispiel die Samen auf so eine Papierserviette draufdrückt. Und es geht vor allem bei so kleinen Cocktailtomaten wie der roten Murmel ganz super. Da braucht man nicht nur hingehen und braucht pitsch, ausquetschen und dann das Ganze im Prinzip auf dieser Papierserviette verteilen. Wichtig ist, dass die Samen nicht zu dicht liegen, sondern so im Abstand von so 1 bis 2 cm zueinander. Weil der Gag an der ganzen Sache ist nämlich der, dass man, wenn man das Ganze hat trocknen lassen, diese Saatscheiben sozusagen so aufbewahren kann. Und im Frühjahr nimmt man die einfach, gibt die in die Anzuchtschale rein, deckt es leicht mit Erde ab, so 0,5 cm. Und dann können die Keimen und die Samen liegen gleich im richtigen Abstand. Also man braucht beim Aussäen nicht aufpassen, dass man alle Samen schön gleichmäßig verteilt, sondern es geht einfach schnell. Und ich finde die Art der Aufbewahrung auch sehr gut, weil man mal weiß, was für Samen es sind. Und dann kann man die zusammenlegen und kann sie einfach so über den Winter aufbewahren.